Ohayo Minasama, das war japanisch und heißt übersetzt. Guten Morgen ihr alle zusammen. Ich dachte, mein Intro ist jetzt ungefähr so, weil ich ein großer Japan-Fan bin, auch schon in Japan mit meinem Freund war im Oktober letzten Jahres und ich liebe die Kultur, die Sprache, das Essen und warum nicht? Ich bin auch ein großer Anime-Fan. Und deswegen ist mein Intro jetzt so. Ich wollte mich noch kurz entschuldigen, dass in den letzten paar Wochen nicht so viele Videos kamen, weil ich halt an Weihnachten rum daheim war und mein Equipment praktisch ist halt hier in meiner Stadt, wo ich studiere. Und zu Hause habe ich das nicht. Und dann wurde ich auch noch krank, weil mich der liebe Skate 702 angesteckt hat. Ja. Und deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ich dachte, wir machen mal eine Challenge, und zwar die zweite von dieser To-Do-List, weil die erste finde ich irgendwie ätzend. Und ich glaube, die zweite ist ein bisschen leichter, ich weiß es nicht. Also die erste ist, glaube ich, so, dass man seine Herzen nicht sieht und auch noch nicht sieht, in welchem Raum man hier war. Also rechts oben sieht man nicht, in welchen Räumen man war, man muss sich das merken. Und darauf hatte ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Und deswegen machen wir das da hier. Und hier muss man auch nur bis zu Mams Fuß kämpfen bei den Challenges vom Anfang. Und ja, ich glaube, das ist eher machbar, wie zum Herz zu kämpfen oder sogar noch bis zu Isaac. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir das schaffen. Und ob meine Stimme nicht abkackt, weil das macht sie gerne zurzeit. Weil ich noch echt ein bisschen erkältet bin. Aber ich denke, das geht zurzeit rum. Wahrscheinlich seid ihr alle auch krank und müsst damit kämpfen. Das Dumme war, dass mein Freund und ich leider direkt an Silvester krank waren. Und ja, dann lag er um 12 Uhr im Bett und ich dachte mir am Anfang, ja nö, ich gehe trotzdem ein bisschen raus und feiern und mir das Feuerwerk ansehen, aber ja, dann ging es mir am nächsten Tag so schlecht, weil ich so krank davon wurde. Also merkt euch Leute, selbst wenn Silvester ist und ihr feiern wollt, wenn man krank ist, ist man krank und daran kann man leider nichts ändern. Aber letztendlich wollen wir trotzdem noch schnell gesund. So, ich habe euch jetzt nicht mein Space-Item gezeigt, falls ihr es nicht kennt, was das kann. Ich glaube, das ist hier nochmal ein blauer Stein, den nehme ich dann natürlich nochmal mit. Ja, sehr cool. Meine Gegner verwandeln sich von diesem Item in süße, kleine Scheißehaufen. Nein, in normale Scheißehaufen. Süß sind sie leider nicht. Und ich finde das ziemlich cool. Das einzig Uncoole an dem Item ist halt einfach, dass man so viel Räume braucht, um das wieder aufzuladen. Es wäre natürlich sehr cool, wenn ich da irgendein Item finden würde, damit es schneller geht. Weil so kann man einfach alle Räume abhaken und fertig. Zum Beispiel hier. Auf die Gegner hatte ich jetzt keinen Bock. Und dann macht man einfach so und wechselt sie. So, Geld habe ich nicht so viel und das finde ich bringt es jetzt irgendwie auch gar nicht. Gucken wir mal hier, ob ein Geheimraum ist. Yay! Ja. Lohnt sich ehrlich gesagt nicht, dem jetzt Schüsse zu geben. Weil ich hatte jetzt echt nur 3 Stück und erfahrungsgemäß will der immer so 5, 6 Schlüssel haben und so viele hatte ich jetzt gar nicht. Und nachher hätte ich in der nächsten Ebene gar keine gehabt. Headless Horseman. Hey, ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Ich habe noch nie geguckt, wie der heißt. Ich weiß nur, das ist einer dieser von 3 apokalyptischen Reitern. Und der ist gemein. Hört doch mal auf. Ihr seid gemein. Der nervt am meisten, dieser Scheißkopf. Ach. Bitte. Das kann ja nicht sein. Also einer von beiden muss doch jetzt mal kaputt gehen. Bevor ich kaputt gehe. Endlich. Los, geh kaputt. Ah, endlich. Okay, alle Herzen sind wieder voll und wir haben das. Fliegen ist eigentlich schon unfassbar mächtig. Wir haben zwar keine großartige Attacke
Und mein Item war eigentlich ziemlich cool, aber wenn man fliegen kann, das ist auch ziemlich cool. Deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich das hier behalte. Vielleicht findet ihr das andere cooler. Ich finde das jetzt gerade cooler. Ja, ich ziehe Fliegen halt allen Sachen irgendwie vor. Muss ich halt jetzt in diesen ganzen Räumen alleine zurechtkommen? In denen viele so kleine Gegner sind, aber... Ja, man hat viel mehr Bewegungsfreiheit und ich kann halt auch echt alle Items einsammeln, wenn ich fliegen kann. Ich habe auch echt gehofft, dass ich jetzt hier kein Cube of Meat bekomme, sondern dieses Pferd. Ja. Hier haben wir zwei Seelenherzen. Seht ihr? Geil oder geil? Irgendwann werde ich es doch bereuen, dass ich das hier genommen habe. Keine Ahnung. Also jetzt im Moment aber nicht. Ja. Ich habe echt Respekt vor diesen roten Feuern. Ja. Genau deswegen. Genau deswegen. Ach so. Ach man. Okay, ich hätte da vielleicht zuerst hingehen sollen. So. Jetzt haben wir sogar mehr Schlüssel. Juhu. Ja, jetzt wollte ich gerade mein Item einsetzen und da wären alle jetzt so Kackehäuflein geworden, aber das liegt jetzt in der letzten Ebene rum. So, machen wir gleich mal den Bossraum. Monstro! Und jetzt setzen wir unser cooles Space-Item ein und haben es verkackt. Ja. Ich dachte, ich kann durch Wände gehen. Wirklich, Leute, ich dachte echt, ich kann das halt machen wie dieser Gegner. So einfach in eine Richtung und das geht dann durch die Wand und kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. So wie Snake. Naja. Aber wir kriegen ihn bestimmt auch so klein. Monstro. Ja gut, ich könnte ihm auch eine Bombe noch hinschmeißen, aber es ist unnötig. Es würde vielleicht schneller gehen, aber... Ja, das war's. Cool. Und was haben wir hier? HP ab. Sehr gut. Dann können wir hier ins Gleiche was Cooles holen. Ich kenne ehrlich gesagt beide nicht. Aber da das nicht so viel Herzen verschwenden will, nehme ich dieses kleine Viech da und das sieht süß aus. Ach so, das ist ein Umhang. Ich dachte, das wäre so ein Viech mit so ein Viech, was einen Umhang hat. Ja, gut, wir haben jetzt keinen Shop gefunden und so, aber ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt gerade unnötig. Also, da wäre ich jetzt sowieso nicht reingegangen. Sagen wir so. Yay! Wir sind in einer Wasserebene. Oh nein! Perücken sind doch cool, Leute. Fluted Caves 1. Nö. Ich sehe jetzt echt unfassbar böse aus. Oh. Man sieht meine Augen nicht. Ich bin auf so einem komischen Tier. Hallo, süße, fette Fledermaus. So. Oh, ja, das war unnötig. Das wäre sowieso aufgefallen. Ey, das bringt's überhaupt nicht, dieses Space-Item. Da muss man voll gut treffen können. Mann. Aber ich kann immerhin fliegen, okay? Ich werde schon viel weniger getroffen, nur weil ich fliegen kann. Übrigens, Leute, ich will jetzt... Ich habe jetzt diesen Kanal, glaube ich, ungefähr 2 Monate. Und ich finde, langsam ist an der Zeit, einen gescheiten Kanalbanner und so zu haben. Und irgendein Logo oder so. Und einer meiner Zuschauer hat mir auch geschrieben, dass er mir eins machen würde, wenn ich Bock hätte. Das finde ich auch super, super lieb von ihm. Aber ich will das irgendwie selber erstmal versuchen. Vielleicht ist es eine blöde Idee, vielleicht wird es auch nichts Schönes draus, aber ich habe irgendwie Bock, sowas Eigenes zu machen. Und falls ich es nicht hinbekomme, kann ich immer noch jemanden Professionellen fragen. Und dann muss ich mir natürlich auch noch überlegen, wie das aussieht und was ich da mache. Aber ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt und vielleicht fange ich jetzt nach der Aufnahme an, schon selber was zu zeichnen, weil mein netter Freund hat mir mal so ein
Zeichenpad für den Computer geschenkt, weil ich halt super gerne zeichne. Das heißt nicht unbedingt, dass ich gut zeichnen kann, aber ich zeichne trotzdem gerne. Und wenn ich schon so ein Teil habe, kann man da bestimmt cool irgendwas zeichnen. Also ich brauche nur noch irgendein Programm, passendes dafür. Ja gut, ich habe halt leider kein Photoshop oder so. Aber ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Und selbst wenn es vielleicht ein bisschen krüppelig und hässlich ist, ist es immerhin selbst gemacht. Und was Eigenes. Und ich habe schon eine Idee für ein Motiv und so. Und vielleicht seht ihr ja bald schon was Neues. Dann kann mir am Wochenende vielleicht mein Freund noch damit helfen, wenn ich jetzt ein paar Entwürfe habe, wie ich es so machen kann. Aber ich freue mich schon drauf. Sie ist schlecht. Egal, lasst uns schnell hier reingehen. Und jetzt habe ich ihn mal getroffen. Juhu, aber das macht ja mal gar keinen Schaden. Oh. Es macht gar keinen Schaden. Wow, das war knapp, Leute. Das war knapp. Ich lasse mich immer wieder von ihm treffen. Gemeiner Gördi. So. Ich glaube, jetzt habe ich Damage ab. Ja. Schön. Wenn ich dieses halbe Herz nehme, dann gehe ich in die nächste Ebene. Gucken wir erst nochmal, was hier war. Ich könnte auch ein bisschen mehr erkunden oder einfach so voll schnell durchrennen. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Hier ist auch der Shop. Was kann das hier? Sieht aus wie eine Batterie und sowas kann ich echt gebrauchen. Ich weiß es nicht, Leute. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie gerade keine Lust auf große Entdeckungstour und deswegen machen wir weiter. Oh, er kriegt keine Luft. Okay, wir sind in Case 2 und den Rest seht ihr in dem nächsten Part. Klar, ich bin immer noch im Zwiespalt, ob man das nicht am Stück hochladen sollte, aber andere, die gucken es halt in der Mittagspause oder so und also kurze Parts ein bisschen besser. Und deswegen mache ich jetzt lieber ein bisschen kürzere Parts in Zukunft. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!